Na bitte, in 5 Minuten. Du, der Herr Inspektor Gibtskern hat mich erkannt. Er hat gesagt, gnädige Frau, ich kenne Sie noch von Kindergartenzeiten. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Das ist ein Kompliment. Ja. Nicht? Wieso sagt er das zu mir? Sagt er das nur, weil ich wer bin? Nein, die hat er halt erkannt. Hm? Verstehe ich jetzt nicht. Ich bin so verwirrt. Ich habe so einen Kopf gehabt und ich bin verwirrt. Ja, ziemlich. Sag bitte, was hast du überhaupt wollen von diesen Typen? Was für Typen? Na, von diesen vermummten Typen da. Was ich da am Hauptplatz bei der Demonstration? Na, reden! Reden! Ich meine, wir leben in einer Demokratie, oder? Ja. Ja, in einem zivilisierten Land. Wir reden miteinander. Ja, wir suchen den Verbalaustausch. Nicht? So. Na, gebitte, das verstehen die doch überhaupt nicht. Worte, wie du da verwendest. Nichts gut Deutsch verstehen, verstehst? Frage, Dusch. Antworten, Dusch. Und dann Dusch, 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 Dusch. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt kenne ich seit mindestens... Nicht, sag's nicht! Das hört sie noch im Koma. Franzi, ich kenne dich jetzt seit mindestens... Tü-tü-tü, ja. Aber ich hab nicht gewusst, dass du umkippst bei Blut. Ich glaube, du musst nur ein bisschen blinken, dann wird das schon. Danke, Frau Doktor, danke. Jesus Maria, bitte. Was ist das für ein Tag? Ach so. Ich habe mal eine Inszenierung gesehen, da waren die beiden pudelnackert. Ach so? Naja, richtig ist es. Das könnte ich nicht. Wenn sie die Szene passt. Und mit einem Fremden? Den lernst du während den Proben kennen. Ja, aber trotzdem. Oder noch? Ja. Das muss das sein? Nein.
Aber richtig ist es. Na gut, das werden Sie uns jetzt eh gleich so. Wie meinst du? Na, beim Vorsprechen. Ja, das mache ich ja, das Vorsprechen. Das habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich bin so wahnsinnig nervös. Nächste Rede. Ich komm mit zu uns auf 8 oder 2 oder 3. Er hat sich nicht gemeldet. Ja, Franzi. Wenn ich ihn frage, wo ist dein Herz, dann sagt er links. Und wenn ich ihm sage, dass ich mich seinetwegen kränke, dann sagt er, naja, du darfst dich auch nicht kränken. Ja, Franzi. Das ist ein Arschloch. Ja, Franzi. Ich war nie die Einzige. Er pfeift, ich komm. Wir haben 2 Stunden 6. Was, 2 Stunden? Ja, und dann kann ich mich wieder schleichen. Husch, husch und Dankeschön. Und die goldenen Ohrringe, die ich bei seinem Nachtkastel vergessen habe, hat eine andere geschenkt. Franzi. Danke. Ja, Franzi. Dass du nicht, ich hab's dir ja gesagt, sagst du. Sag mal hinfahren. Na, und wie? Gerade Rabusch. Busch. Ja. Muss weinen. Heulen. Baden in Selbstmitleid. Na und? Aufstehen. Wahnsinn, das ist besser als Sex. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Sex ist gut. Ja, ja, so oft und so viel wie möglich. Sonst sagst du dann mit 80, hätte ich nur. Ja. Wobei, erst im Rückblick, ein paar hätte ich auslassen können. Ich auch. Aber man hofft halt immer wieder, ja? 2 Stunden, 6, das ist halt nicht. Weißt du, was mich ärgert? No. Die Leute glauben immer, wir Schauspielerinnen sind privilegiert mit den Sexszenen und den Bettszenen. Dabei ist das harte Arbeit, völlig unerotisch. Ja, wenn's kalt ist, hast du garantiert ein dünnes Kleid an und frierst, und wenn's heiß ist, einen dicken Pelzmantel. Ah, da kommt keine erotische Spannung auf. Das ist Arbeit, da kämpft jeder für sich. Und es heißt warten, warten, warten. Na, jetzt glaube ich aber, dass du ein bisschen übertreibst. Revanche? Natürlich, immer gerne. Natürlich haben die Leute Sex miteinander. Egal, ob jetzt in einer Theatergarderobe, wie klein sie auch immer sein mag. Oder beim langen, langen Warten in einem der Wohnläden am Filmset. Natürlich haben die Leute Sex miteinander. Da entstehen ja so Spannungen, entstehen so richtige Spannungen. Und dann kracht's. Hör auf damit! Womit? Habe ich das nicht gesagt? 1, 2, 3? Never intim im Team. Was? Und wenn, soll es keiner wissen. Was? Dass du mit ihm im Wohnwagen hast. Hab ich nicht gegeben. Hör auf zu lügen. Ich weiß es. Von? Thank you.